Freispruch, wow. Aber muss 81.000 Euro zahlen. 4 Jahre nur am Lügen. Für nichts und wieder nichts. Was passiert jetzt mit dem Polizeischutz? Geht das jetzt weg? Ich denke ja. Und trotzdem hast du noch andere Verfahren mit ihm, ne? Ich habe noch andere Verfahren. Der Verfahrensausgang jetzt, beeinflusst das die anderen Verfahren? Aber haben wir die Sache nicht vorausgesehen? Diese Sache? Haben wir die Sache nicht, haben wir euch 1:1 gesagt, was passieren wird? Peter Rosberg, wo bist du jetzt? Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Usain, eine neue Folge von Was los? Freunde, Spezialfolge Was los? Ich war für euch beim letzten Gerichtstag. Mammutprozess, Arafat, Bushido, 3,5 Jahre. Was soll ich euch sagen? Ihr wisst alles. Wir haben das Ding jetzt verfolgt vom ersten Tag an. Unglaublich, dass es vorbei ist. Ja, ihr habt es wahrscheinlich eh schon gehört. Freispruch auf ganzer Linie für Arafat und seine Brüder. Bis auf eine Kleinigkeit, aber darüber reden wir gleich. Was habe ich für euch? Ich war beim Gericht, ich war vorne, ich habe mir das alles angeguckt, ich war nach dem Gericht, ich habe mir die ganze Presse angeguckt, ich habe mit Arafat gesprochen, ich habe einen Smalltalk mit ihm, würde ich sagen, 10 Minuten. Wir haben einen Talk mit Yasser und ganz kurz auch noch einen O-Ton von Flair. Das alles erwartet euch. Freunde, hier seht ihr das Gerichtssaal. Ich habe es mal für euch gefilmt, von aus dem Café heraus. Genau, so sieht das aus. Wir sind in diesem berühmten Café. Genau, hier versammeln sich die ganze Presse und auch meistens Arafat kommt auch nochmal hier, holt sich hier einen Kaffee. Hier habe ich die ganzen Journalisten getroffen, die man die ganze Zeit auch gelesen hat. Ihr wisst, wir haben ja immer die Presseschau gemacht, immer wieder. Und ja, jetzt sieht man auch mal die ganzen Gesichter. Interessant eigentlich. Ich habe zum Beispiel Sebastian getroffen von der FAZ, nochmal gute Sachen von denen gelesen. Und hier sieht man Klaas Meyer-Heuer. Eigentlich auch Legende, einfach Klaas Meyer-Heuer hängt ab mit Flizzmaster. Ich habe ihn da vom Café getroffen, ja, ein bisschen gequatscht natürlich, habe ich mir nicht nehmen lassen, ein Foto zu machen. Ja, dann ging es zum Gericht rein, das habe ich natürlich nicht filmen dürfen, deswegen ganz schnell hier an der Stelle fasse ich euch nochmal zusammen. Wir sind rein, alle sind rein, es war rappelvoll, Ali war da. Flair, wie gesagt, war da, Familie von Arafat war da, das Ding war voll, es hat nur Bushido gefehlt und der Richter hat das ganz kurz und knapp gemacht, Freispruch, der hat noch die Audiosachen angesprochen, darauf kommen wir nachher, aber im Großen und Ganzen, gerade bei den wichtigen Sachen, Freispruch für alle. Und dann, also es war die kurze Fassung, dann haben sich alle hingesetzt, der ganze Saal hat gestanden, dann haben sich alle hingesetzt, dann hat der Richter fast eine Stunde lang zu fast jedem Punkt richtig ausgeführt, warum das Gericht Arafat glaubt, beziehungsweise der Verteidigung, also den Weg der Verteidigung geht, die Verteidigung und nicht halt das, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Die haben ja 4,5 Jahre gefordert für Arafat, 2 Jahre für die Brüder und so weiter. Dem ist das Gericht nicht gefolgt und haben die das auch noch ganz genau erklärt. Freunde, an dieser Stelle nur der Hinweis, wir haben gestern im Livestream das schon gemacht. Ich habe einen riesenlangen Presseschau gemacht und wir haben einen Podcast gehört von der FAZ. Und zwar haben die Herrn Heger, das ist ein Strafrechtsprofessor, glaube ich, also auf jeden Fall ein Experte in diesem Bereich, der eine sehr gute, wie ich finde, fundierte Meinung dazu gegeben hat. Das haben wir auch reacted. Das könnt ihr euch reinziehen, auch auf unserem YouTube-Channel. Ich weiß nicht, ob es nachher oder vor diesem Video kommen wird, aber genau das. Und wir haben die Presseschau, wie immer. Das wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass wir eine Presseschau zu diesem Fall gemacht haben. Genau. Wie gesagt, jetzt sind wir draußen. Das Urteil wurde gesprochen, wie ihr sehen könnt. Ja, ist ein bisschen Chaos. Natürlich, Arafat ist sichtlich erleichtert. Ein gerechtes Urteil? Ja, die Bezahlung. Ja. Sonst ist es ein gerechtes Urteil, ja. Die Kamera hat rausgefunden, dass er in Dubai ist, was hier. Er chillt ja schön in Dubai. Wir haben ja nicht. Arschkrank. 4 Jahre nur am Lügen. Für nichts und wieder nichts. Normalerweise hat er gar keinen Bock, mit Presse zu reden. Das hat man die ganze Zeit auch gesehen. Die ganzen 2,5 Jahre hat er nie geredet. Hier lässt er sich doch mal dazu verleiten, hier und da was zu sagen. Hier sieht man, die Leute von Spiegel sind da, von natürlich Klaas Meyer-Heuer, mit denen unterhält er sich nicht gerne. Tatsächlich entsteht fast, also eine hitzige Diskussion auch. Glauben Sie, dass es die letzte Anklage war? Ich habe Ihnen gerade beantwortet. Solange es Leute gibt, die so viel Scheiße und Lügen erzählen wie Sie, nein.
Aber Klaas, berichte mal, dass er drin ist. Dann los! Die Berichterstattung von Klaas Meyer-Heuer und dem Spiegel, das, beziehungsweise Spiegel TV, das dürfte Arafat natürlich gar nicht gefallen, weil die war schon, wie wir auch beobachtet haben und gesehen haben, sehr pro Bushido und sehr tendenziös, natürlich. Und man sieht jetzt auch nach 3,5 Jahren, Frust hat sich da gesammelt und das entlädt sich hier auch so ein bisschen. Beziehungsweise auch einfach dieser Druck, Freispruch. Und ja, hier sieht man noch, hier sind auch Teams von ProSieben und halt alle möglichen Leute sind da, Bild-Zeitung, Welt. Die haben auch die ganze Zeit Flair immer wieder gefragt, ob er was sagen will. Wollen Sie ein Statement? Wollen Sie ein Statement? Mein Gott, dann gibt es noch kein Statement. Gleich ein Statement. Wer seid ihr denn? Schlechter Frau, oder? Naja, schade. Aber wir sind ganz lieb. Okay, danke dir trotzdem. Ich glaube, am Ende hat der nur einem was gesagt, sonst die hatten alle keinen Bock. Was irgendwo auch verständlich ist. Er ist erleichtert, hat Arafat mir gesagt, beziehungsweise auch der Presse, und er vertraut jetzt wieder der Justiz, sagte er. Aber ja, natürlich kann man ihn nicht verübeln nach der Berichterstattung, die schon sehr vorverurteilend war und am Anfang zumindest, also ich würde sagen, Stern natürlich, FAZ, so, das waren die, sag ich mal, sachlich berichtet haben und die sich auch beide Seiten angeschaut haben. Die anderen waren schon sehr hammermäßig unterwegs, auf Draufhau-Basis angelehnt. Aber ja, hier sieht man nochmal an dem Café-Treffpunkt. Hier wurde immer wieder mal gefragt, immer wieder. Ja, ich denke, die Leute schwanken zwischen, man will gerne was sagen, man will sich gerne äußern und immer wieder denkt man, ja, vielleicht doch nicht, die verdrehen dann das Wort im Mund um und dann doch nicht. Und naja, dann sind wir zu Papa Ari gefahren mit ein paar Leuten. Ali war dabei, ein bisschen Freunde und Familie hat, Flair war auch dabei, dann haben wir noch kurz gegessen, ein bisschen gequatscht, ein bisschen Revue passieren lassen. Ich habe auch mal mit dem Anwalt von Arafat ein bisschen sprechen können und habe für euch noch ein paar Statements gesammelt. Yasser spricht gleich, dann redet auch Flair und dann natürlich Arafat. Let's go. Wow, Freispruch. Hättest du damit gerechnet? Also hast du damit gerechnet? Sag mal ehrlich, was hast du damit gedacht? Warst du nervös? Ich war nervös, ja, aber wo die Beweislage war, ja, haben der Richter, ein sehr fairer Mann, sehr gerechter Mann, ja, hat das genau auf den Punkt gebracht. Und ich hatte ein bisschen Sorge wegen dem Richter und so, aber das ist glatt gelaufen. Wir haben die Wahrheit erkannt und dann kam der Freispruch. Aber hast du auch damit gerechnet, dass ihr, ich meine, ihr seid, also bis auf die Audioaufnahme, komplett freigesprochen? Auf alle Punkte, alle deine Brüder und alle komplett verrückt. Hast du zwischendurch, ich meine, ihr saßt da jetzt 3 Jahre, man kann sich... Dreieinhalb Jahre, das ist ja fast wie... Oder das war wie eine Strafe fast, also war ja schon eine Strafe. Ich war sogar 8 Monate unschuldig drin. Auch wegen dieser Sache? Wegen Bushido. Und da, stimmt, der Richter hat gesagt, das wird dir angerechnet. Ne? Du wirst irgendwie was, wahrscheinlich Geld kriegen. Oder einer, wie Bushido kam, er kam von Anfang an, er wusste, was er tut. Ja. Es geht ihm nur ums Geld. Er kam und hat ganz frech vor dem Richter einfach gelogen. Die ganze Zeit nur gelogen. Und das haben die Richter erkannt. Mhm. Ich schwöre, manchmal habe ich die Richter auch so beobachtet. Hören die zu, hören die nicht zu. Aber heute habe ich wirklich gesehen, dass die wirklich zugehört haben. Wenn sie zugehört haben. Ja. Und wie viel Lügen der erzählt hat. Weil alles, was er erzählt hat, hat nicht gepasst. Kann man, beziehungsweise wenn du sagst, die Sachen, die er gesagt hat, waren gelogen, kann er dafür jetzt Ärger kriegen? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe. Wallah, ich hoffe. Weil der kam mit Polizeischutz. Mhm. Jahrelang, er hat das ganze System verarscht, so gesehen, hat von allem profitiert, Schutz, hat weiter seine Dokus gemacht, hat Geld verdient, ja, auf unseren Nacken, uns so schlecht dargestellt und am Ende kriegen wir Freispruch. Freispruch heißt,
Er müsste theoretisch, heißt das das, also die, wenn du jetzt, du warst jetzt 3 Jahre da, hattest du so ein emotionales Auf und Ab, hast du zwischendurch auch mal gedacht, wir verlieren das hier, keiner glaubt uns. Oder weißt du, was mich am meisten geärgert hat, die waren ja knapp 20 Jahre mit dir zusammen. Ja, krass. Was ich alles, ja, Bruder, das weiß noch keiner, was ich alles für ihn gemacht habe, mein Bruder für ihn gemacht hat. Und dann da zu sitzen und sagen, ja, ich wurde das und dies 20 Jahre lang, weißt du, das, ich guck ihn an, Alter. Wie falsch kann ein Mensch sein? Ja, das tut dir weh, weil es ein Freund ist. Genau, weil ich habe ihn nicht nur als ein Freund gesehen, ich habe ihn als ein Bruder gesehen. Ist, ja. Und diese Enttäuschung, ja, er sitzt ganz frech da und sagt, ja, das war so. Bruder, wenn du die Wahrheit kennst, das tut weh, was machst du da? Konntest du ihn irgendwie ein bisschen verstehen oder so? Konntest du vielleicht verstehen, warum er das macht? Oder irgendwie? Nein, nicht ein bisschen. Egal was ist, er hat einen Anruf. Ja? Bruder, wenn ich mit dir 20 Jahre lang zusammen bin. Ja, dadurch, es kann natürlich auch sein, dass die Fronten so dann hart sind. Dann kennst du mich doch in- und auswendig. Ja. Verstehst du? Wenn ich mit dir 20 Jahre befreundet bin, dann kenne ich dich in- und auswendig. Dann weiß ich, wie ich auf dich zukomme. Ja, und wie du was sagst. Verstehst du, wie ich was sage, wie ich dich frage? Ja. Er hat sich ja auch mit Arabern mal getroffen, um zu behandeln. Das hat das Gericht ja heute auch anerkannt. Das war ja auch sehr wichtig, sonst hätten die ja gesagt, es wäre eine Erpressung. So haben die gesagt, was eine Fahndung. Genau, weil er hat gesagt, ich wurde erpresst. Ja, aber die Turmbänder haben was ganz anderes. Verrückt. Die Turmbänder, wofür der jetzt Araber Tagessätze bekommen hat, Schafe, die konnten ihn entlasten. Oder? Ja, genau das ist. Verrückt. Sag mal, was war das, die Staatsanwältin Petra Lausner, die hat immer wieder 3 Jahre lang eine Sache gebracht. Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt aufgefallen ist. Die Staatsanwältin, Bruder, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe immer ein Gefühl, sie hat ein persönliches Problem. Sie also kommt ihr, auch aus Neukölln. Ja, ja, ne? Ihr war es egal, Regeln, ne? Ob wir schuldig oder nicht schuldig waren. Verstehst du? Okay, Hauptsache, die wollte uns auf Teufel und Haut veröffentlichen. Egal was passiert. Hast du immer das, erinnerst du dich, dass sie immer gefragt hat? Und hat Yasser Drogen genommen? Hat der Drogen? Ja. Warum hat die das immer gefragt? Warum ging es da? Also er hat ja jeden, fast jeden gefragt. Da habe ich mich immer gefragt, darum geht es doch hier gar nicht, oder? Warum hat die das immer gefragt? Bruder, wenn du so sehen willst, Arafat und Chile waren Partner. Ja. Ich sag dir, wie er gedacht hat. Er hat sich gedacht, ich hole Rommel rein, ich hole Nasser rein, Arafat und Yasser. Wie sieht es aus, wenn 4 Brüder ja, klar, das sind gegen einen harmlosen Bushido? Ja. Verstehst du? Familienclan gegen Bushido. Ja. Bruder, ich hatte mit der Sache gar nichts zu tun. Ja. Das war einfach nur, er hätte sich nur einigen müssen. Er wollte nicht, er will den ganzen Kuchen haben. Mhm. Verstehst du? Deswegen hat er das auch gemacht. Rommel, Freispruch, und Arafat. Dieser Freispruch zeigt, dass Bushido nur gelogen hat. Das ist verrückt. Wie geht's jetzt weiter? Verfahrenkosten für dich fällt ja nicht an, ne? Für Rommel auch nicht, aber Arafat theoretisch schon, ne? Also das haben die heute gesagt. Verfahrenskosten muss er jetzt teilweise tragen. Das ist ja auch nicht billig. Ich habe da viele Anwälte gehabt. Yeah. Ja. Aber wir gucken jetzt. Arafat saß ja ursprünglich 2 oder 3 Wochen gegen. Ja. Ich saß 8 Monate. Was? Entschuldigung. Wir setzen uns nochmal mit den Anwälten hin. Ja. Und wir gucken, was wir machen. Okay, krass. Nee, das auch. Gut. Danke für deine Zeit. Ich quatsche jetzt mal gleich mit Arafat und dann sehen wir uns gleich vor. Mal gucken. Boah. Flizzy, wie sieht's aus? Glücklich? Ja. War jetzt nicht mein Prozess? Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht unser Prozess, aber irgendwie fühlt man sich bestätigt in dem, was man dachte oder angenommen hat. Ne? Ja, und vor allen Dingen. Entschuldige, ich mach das mal nochmal hoch. Ja, das ist so tief, Alter. Warte. So. Ja. Ja, und vor allen Dingen, was ja überhaupt nicht irgendwie jetzt hier was mit dem Prozess zu tun hat, aber was trotzdem im Hintergrund immer wichtig war, ist, dass wir trotzdem darunter auch gelitten haben. Ja. Wir haben trotzdem mehr Stress durch die Presse gehabt, mehr Fokus von der Justiz, mehr Fokus von Polizei und Justiz. Und da findet man jetzt schon, dass da jetzt mal irgendwie auch mal ein Haken hintergemacht wurde. Habt ihr gesehen? Ja. Ist crazy. Das ist crazy. Wir haben ja vorher geredet und meine Prediction oder deine war ja auch Freispruch. Aber am Ende, wenn man es hört, ist es schon nochmal anders. Ne?
Wie jetzt die Artikel im Endeffekt wissen, was wir drei Jahre da rumgeblökt haben. Auf Twitch letzten, und auf. In den letzten zwei Wochen haben komplett sich gedreht. Siehst du, Gott sei Dank. Und jetzt für die Hip-Hop-Szene ist ganz wichtig, so jetzt haben der Gegner, wenn man den noch so nennen kann, der steht jetzt wieder alleine fair in der Hip-Hop-Szene. Es geht jetzt nicht mehr nur um, ich rufe jetzt hier LKA an und rufe hier. Was passiert jetzt mit dem Polizeischutz? Geht das jetzt weg? Ich denke ja. Und dann? Und dann sind wir wieder, normale Hip-Hop. Eine Hip-Hop-Community. Mal sehen, wer noch Vivo was sagt. Oh Mann, ey. Was für eine. 3,5 Jahre da sitzen und dann Freispruch. Fühlt sich auch nicht geil an, ne? Es ist ja, man hat ja trotzdem drei Kollateralschäden erlitten und wir alle haben Schäden erlitten dadurch. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Wir holen uns alles wieder. Ja, langsam. Wenn sie es uns wegnehmen, holen wir es uns wieder zurück. Und heute, wie war dein Aufeinandertreffen mit Klaas Meyer-Heuer? Der Typ ist abgewichst. Da kam man zu mir nah, wollen wir Kaffee trinken? Und man merkt, der hat hier oben, da ist ein Schraube locker. Ich glaube, er ist einfach so abgestumpft. Der muss so, der muss, dem Ding muss, der hat keine Moral, keine Einsicht. Ich habe ja dann auch im Nachhinein, wo alle aus dem Saal rausgegangen sind und vorne auf der Straße waren nach dem Prozess, wo Urteilsverkündung fertig war, alle raus, alle happy. Der steht da, Alter, und schämt sich keine Sekunde. Hat drei Jahre lang raufgehauen, Alter. Und man merkt, hat irgendwas ausgesetzt. Ja, ich habe auch gesehen, einer der Brüder von Arafat, als sie rausgekommen sind. Nasser hat wirklich noch lange diskutiert. Man hat das gemerkt. Das war drei Jahre Frust einfach. Ja. Was ist und das verstehe ich dann auch. Wenn du die ganze Zeit hat er gegen die, im Prinzip gegen die gearbeitet. Und dann verstehe ich auch. Also Leute, der Arafat ist am Essen. Wenn du ganz kurz rüberschwenkst, könnte man das sehen. Alle sind am Essen, filmen. Und Leute. Und vielleicht kriegen wir ihn gleich noch. Ja. Vorher auch schon. Flair hat auch schon viel vorausgesehen, so Trends und Hypes und wann ist Hype vorbei und wann ist Hype nicht vorbei. Okay, manchmal habe ich auch ein bisschen verkackt, aber haben wir die Sache nicht vorausgesehen? Diese Sache? Haben wir die Sache nicht, haben wir euch 1:1 gesagt, was passieren wird? Peter Rosberg, wo bist du jetzt? Wo bist du? Der war heute nicht da, stimmt. Nein, Mann, der ist gar nicht mehr da. Peter, und wir haben die Leute nicht vergessen. Die Leute, die dachten, sie sind irgendwie keine Ahnung. Du weißt doch, verstecken sich hinter dem großen Bruder, Vater, Staat, verstecken sich dahinter, können hier Welle machen gegen uns. Jetzt können wir Songs machen, Luz. Twitch, du kannst jetzt richtig. Jetzt machst du wie Spiegel TV, die Kuh melken drei Jahre lang. Naja, also ich muss echt sagen, es ist komisch, es ist ja nicht mein Prozess, ich stand ja nicht vor Gericht oder so, aber man hat schon die ganze Zeit das Gefühl gehabt, diese Unfairness, dass es Unfairness super einseitig war. Ja. Und jetzt sieht man so. Es war doch so, wie wir vermutet haben, oder wie alle vermutet haben eigentlich, die einen klaren Kopf hatten. Ich habe gerade nur gelesen, T-Online, glaube ich, hat geschrieben, ein mildes Urteil für den Clan-Chef. Dann habe ich gedacht, das hört sich an, als ob der so davongekommen wäre. Bruder, es ist Freispruch. Er hat alle Punkte Freispruch. Ja. Das ist kein mildes Urteil. Medien sind abgefuckt. Ja, die wollen das nicht so zugestehen. Ne? Arafat ist schwierig, die wollen das nicht ihm geben. So. Ja gut, dann lass kurz quatschen. Danke, Bro. Der Richter hat gesagt, du musst Verfahrenskosten tragen. Ja, ein Teil der Verfahrenskosten. Ja. Ein Teil der Verfahrenskosten, wo ich verurteilt wurde wegen den illegalen Tonaufnahmen. Genau. Illegale Tonaufnahmen. Ist das nicht verrückt? Dafür wirst du noch auf Tagessätze, aber ohne die wärst du richtig am Arsch. Du sagst es. Aber die illegalen Tonaufnahmen, musst du dir vorstellen, diese Einstellung der illegalen Tonaufnahmen wäre nur mit Zustimmung der Staatsanwältin passiert worden. Also wird, sonst geht das nicht. Ja. Ich hab mir gedacht, ehrlich gesagt, dass sie bei dir wegen den Tonaufnahmen die Paragraph 158 machen. Das macht den Brat nicht mehr fett, komm. Weil du hast da dreieinhalb Jahre gesessen. Wie das gesagt, hätte man auch sagen nur mit können. Zustimmung der Staatsanwältin. Ja. Bei Yasser haben die ja sowas gemacht. Da haben die gesagt, das sehen wir davon ab. Ja, bei Yasser ist ja auch ein ganz anderer Fall. Bei der Altstadt. Weil du musst dir vorstellen, bei der illegalen Tonaufnahme haben die Leute, die aufgenommen wurden, Strafantrag gestellt. Verstehe ich. Verstehst du? Dann. Aber wiederum, wie dieser eine Schröder, dieser Polizist, Hat er behauptet, der hätte dich nicht Hund genannt. Und dann kam auf einmal gebissene Hunde bellen nicht und das hat er das Band bewiesen und ich werde trotzdem dafür bestraft. Also, was ist jetzt... Das ist verrückt. Ja, das ist ja verrückt. Was ist jetzt schlimmer? Eine Strafe wegen Beleidigung oder eine Strafe wegen illegaler Tonaufnahme?
die das bewiesen hat, ja. Hat ja bewiesen in dem Fall. Es hat auch bewiesen, wie der Vorsitzende auch gesagt hat, am 1.2. konnte man hören, wo ich ihn frage, ob ich ihn jemals geschlagen habe. Und er hat Nein gesagt. Das ist ja eine Entlastung. Ich werde aber dafür bestraft. Aber das ist verrückt. Du wirst dafür bestraft, aber das hat dir geholfen. Der Richter hat das ja auch als Beweismittel, also der hat das ja in seiner Erklärung ja gesagt. Genau. Da manche Tonbänder hat er genommen und manche nicht. Manche haben keine Rolle gespielt. Trotzdem hast du für alle Ärger bekommen. Also für alle habe ich Ärger bekommen. Das ist verrückt. Ich finde es im Nachhinein finde ich sowieso Freispruch, wow, aber musst 81.000 Euro zahlen. Du musst, damit das für die Leute klar ist, du wurdest verurteilt auf 90 Tagessätze. A 900 Euro pro Tag. A 900 Euro hat man dich festgesetzt. Also haben sie mich berechnet, dass ich 27.000 Euro im Monat verdiene. Verdienst du so viel? Nein. Du bist auch reich. Ich habe mal in der Zeitung gelesen, 200 Millionen. Ja, reich an Erfahrung. Reich an Erfahrung bin aber ich. Aber woran messen die das? Ich sag dir, woran sie es messen. Da gibt es eine Wirtschaftsprüfung, die Frau Pilz heißt, die jenseits von Gut und Böse ist. Die sagt sich, dieses Gebäude hier, okay, das ist so laut Statistik und laut, halt ich fest, und laut der Gesetzesgebung darf sie schätzen. Also schätzt sie, dieses Gebäude könnte man für einen Monat 6.000 vermieten. Aber könnte und kann. Es liegen ja Mietverträge da. Ja, natürlich. Also sollen sie doch einfach in den Mietverträgen gucken. Kannst du. Passiert aber nicht mehr. Kannst du nicht dagegen vorgehen, aber? Doch, dagegen kann ich ja vorgehen. Ja, ich schätze mir. Ich werde auch dagegen vorgehen. Ja. Ich dachte mir ehrlich, dass sie dir das anrechnen, dass du 3,5 Jahre gesessen hast. Nein, ich wusste auf jeden Fall, dass ich wusste nicht, dass es ein Freispruch wird. Ich habe es gehofft. Echt nicht? Guck mal, du sagst echt nicht, aber weißt du, du bist die meisten, die draußen waren, ja, aber du bist alle Journalisten haben mal, du bist die ganze Zeit stigmatisiert. Ja, gut, ja. Okay, stigmatisiert, erstens. Zweitens, Mann. Du hast Angst gehabt, ne? Ich habe keine Angst, ich habe so ein mulmiges Gefühl gehabt. Angst ist falsch. Das ist wie beim Hausmeisterprozess, wo der Richter sagt zur Staatsanwalt, lassen Sie uns einstellen, der Zeuge ist gefallen. Und dann kriege ich trotzdem eine Verurteilung. Okay, und die Begründung natürlich, er sagt, lass einstellen, die Staatsanwalt will nicht. Und dann kriege ich ein Urteil, die Urteilsbegründung, wo ich wie ein halber Mörder stehe. Mhm. Deswegen finde ich ja, ist für mich, der Rechtsstaat hat heute, ist wiederbelebt bei mir. Gut, aber ist doch schön. Ja. Aber ja. Ich finde es ja auch gut, dass ich eines Besseren belehren werden kann. Ja, ich finde es doch okay. Natürlich. Hört. Sage ich dir ganz ehrlich. Eines Besseren belehrt werden. 100%. Jetzt stell dir mal vor, weißt du, wenn du jetzt mit Erwartungen irgendwo hingehst und die Erwartungen kommen nicht, dann bist du enttäuscht. Ja, klar. Also bin ich von vornherein, habe ich keine großen Erwartungen, dass ich auch nicht enttäuscht werde. Leute, wir werden uns sicherlich, hoffe ich, irgendwann nochmal richtig zusammensetzen. Sehr und dann gerne. Das mal mit Zeit, mit Ruhe, nicht in einem Restaurant, alles durchgehen, Punkt für Punkt. Weil ich glaube, es gab so viele Momente, wo ich mich als Außenstehender, der das nur beobachtet hat, gefragt habe, das ist doch gelogen oder das ist doch verrückt oder warum nochmal jeden Rapper holen und sagen, guck mal, jeden, man, die hätten nur deine Putzfrau holen müssen und die befragen müssen. Guck mal, ganz ehrlich, ganz Deutschland, ohne Ausnahme, du bist ja nicht seit gestern dabei, auch wo du uns verstanden hast, ganz Deutschland. Ach so, du meinst jetzt, ja, weiß, dass es A, keine Zwangsehe ist, sondern dass er alle zwangsversklavt hat, Entschuldigung, nicht böse, du weißt, was ich meine, ja, natürlich immer mit uns gedroht hat, gemacht, getan hat. Wir sind loyal, wir verkaufen niemand, das weißt du ganz genau. Okay? Ja. Und dann kommt der so frech und sagt... Das war eine Zwangsehe. Sag mal, was soll das? Alter, nur Homo, ich weiß nicht, wenn du auf Männer stehst, stehe ich auf Männer. Ja, verrückt. Wie geht's weiter jetzt? Wie gesagt, Donnerstag, setze ich mit meinen Anwälten hin. Ich brauche ein bisschen Ruhe, Alter. Jetzt lange genug gelitten. Und trotzdem hast du noch andere Verfahren mit ihm, ne? Ich habe noch andere Verfahren. Der Verfahrensausgang jetzt, beeinflusst das die anderen Verfahren? Kann, muss nicht sein. Andersrum wäre es schlechter gewesen, ne? Also, kann ich mir vorstellen. Das auf jeden Fall. Na gut, mach dir keinen Stress, ich will nicht auf den Sack gehen, Leute. Er ist hier gleichzeitig, sind viele Leute. Grüß, schön, dass du da warst. Vielen Dank, danke dir und nochmal Glückwunsch. Ne? Gut, dass es gelaufen ist, gut gelaufen ist. Ja, Glückwunsch, ich habe keinen Geburtstag, aber... Nee, aber... Bei allem Respekt. Ja.
meine, das, ey, das ist das Mindeste. Ich wollte gerade sagen, Glückwunsch ist eine falsche Aussage. Man muss sagen, eigentlich gut, dass die Gerechtigkeit gewonnen hat. Obwohl das, du dreieinhalb... Ey, was ist das, ey, das würde mich so abfacken. Dreieinhalb Jahre meines Lebens, reden, zweimal die Woche. Ja, hast du recht, viele reden von dreieinhalb Jahren. Für mich hat der Prozess am 22.11.18 angefangen. Da sind, schon, sie, da sind sie das erste Mal mit mir eingeritten. 18 meinst du? Okay. 11, 18. 18, ja, ja. Gott sei Dank. Wer, kannst du vielleicht noch mal am Ende sagen, wer hat dich auf die Idee gebracht, wie bist du darauf gekommen, ich muss das alles aufnehmen, irgendwann brauche ich das. Wie kam das so? Weil ich meine, ihr seid so gute Freunde und lange, wie kommt man denn da drauf? Ich habe Bushido in der Vergangenheit nie aufgenommen. Das war immer eigentlich andersrum. Er hat immer Leute aufgenommen, wenn wir da saßen, gegenüber anderen, dass er was hat, dass er die dann demütigen kann. Krass. Aber ich habe nie jemand aufgenommen. Und dann irgendwann? Ich habe einen Anruf bekommen. Ihr sollt vorsichtig sein, er arbeitet. Egal, das erzähle ich dir irgendwann mal. Okay. Irgendwann hast du gedacht, jetzt genau. Muss ich das aufnehmen. Okay. Zu meiner eigenen Sicherheit hat sich vieles, ja, reden wir ja, irgendwann reden, mal ausführlich. Wir reden. Peace. Ciao. Yes, Freunde. Also, das war der Mini-Vlog hier, was so Spezialfolge. Wie gesagt, Presseschau und noch eine Reaction auf den Podcast von FAZ. Kommt alles, ich weiß nicht, ob heute oder morgen auf YouTube-Kanal, zieht euch das rein. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr sagt. Wir haben gestern auf Twitch ja schon sehr, sehr viele Meinungen gehabt und so weiter. Was ist eure Meinung, was sagt ihr dazu? Ich meine, am Ende ist es ja so, sehr viel Geld ist da reingegangen in den Polizeischutz von Bushido. In dem Prozess, die Prozesskosten tragen zu allermeisten, zum großen Teil, ja, der Steuerzahler, war das alles nötig? Was sagt ihr? Meine Meinung kennt ihr ungefähr, denke ich mal. Und so, wenn die Presseschau kommt, wo wir das gelesen haben, da gibt es nochmal im Detail auch meine Meinung und nochmal auch so eine bisschen eine Einsicht, wie das für mich alles war. Ich will das Video jetzt nicht unnötig lang ziehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr erwartet habt, ob ihr überrascht seid vom Ergebnis, vom Ende und ja, wie geht's weiter? Freunde, wir sehen uns bei Twitch oder bei einer nächsten Folge Was los? Vergiss nicht, das Video zu liken, abonniert uns hier auf YouTube und ich bin raus. Gangzeichen, damit alle wissen, puh, das hier ist eine Hip-Hop-Sendung. Noch.